willkommen zu Türchen Nummer 14 des Adventkalenders. Und diesmal habe ich hier die sechste Stäbe. Die Karte ist allerdings umgedreht gefallen. Ich habe sie nur jetzt richtig rumgedreht, damit du überhaupt sehen kannst, was auf dieser Karte drauf ist. Die sechste Stäbe, die Schattenseite, also wenn die Karte umgekehrt fällt, da geht es darum, sich damit auseinanderzusetzen, wie viel Anerkennung brauchst du von anderen? Wie viel, ja, auch Sucht nach Anerkennung ist da, auch vielleicht der eigene Pessimismus, dieses ich bin nicht gut genug Gefühl und daraus eben vielleicht auch so das Verhalten, dass man meint, man müsste für andere ganz viel leisten, damit man eben Anerkennung bekommt und damit man sich eben nicht schlecht fühlt oder als Versager fühlt. Es kann aber auch genau umgekehrt sein, dass du dann jetzt zu viel machst und dass du dann eben dieses Feedback bekommst, dass du immer nur nach Fishing for Compliments suchst. Dem Ganzen liegt aber zugrunde, dass oft das Selbstwertgefühl noch nicht so da ist, wo es sein soll. Und dass du das Gefühl hast, gerade auch bei Menschen, die viel alleine sind, dass du dir selber nicht das Gefühl geben kannst, gut genug zu sein, dass du da auch vielleicht gerade bei den Singles dich in Frage stellst und sagst, wer will mich denn schon? Und bisher wollte mich ja auch keiner. Und dem kannst du eigentlich entgegenwirken, indem du immer wieder auch schaust, was sind meine positiven Seiten. Also sprich, wenn ich sage, mich will ja eh keiner, dann impliziert das, dass du im Prinzip auch ein Stück weit dich selber nicht willst. Ja? Du degradierst dich damit ja auch selber. Warum sollte dich jemand nicht wollen? Ja, vielleicht hat das Leben dir das bestätigt, aber vielleicht hast du auch von dir selber die Überzeugung, dass du nicht gut genug bist und dass du dann natürlich auch entsprechende Menschen anziehst, die das im Außen dir auch wiederum spiegeln. Das heißt also, diese Karte ist diese Aufmunterung zu sagen, hey, ich bin wertvoll, ich bin wichtig, ich glaube an mich, ich habe es verdient, Menschen um mich zu haben, die gut zu mir sind. Und in allererster Linie bin ich gut zu mir. Das heißt, dich nicht ständig mit diesen Gedanken zu bombardieren, dieses kann ich nicht und jenes kann ich nicht und das kann ich nicht, sondern ganz klar zu sagen, ja, diese Dinge kann ich, da bin ich gut drin. Ja, also sei in erster Linie gut zu dir, achte dich, respektiere dich, behandle dich gut, damit das im Außen dir auch gespiegelt werden kann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Tschüss.